zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's weiter mit einer Parpo-Neuheit für 2020 mit der Nummer 51562. Und zwar Springpferd und Reiter. Kommt hier original in so einem Display. Und jubel, jubel, freu, freu, dieses Modell hat auch eine Stütze mitbekommen. Eine Base, wo man Figur und Reiter auch in dieser springenden Pose aufstellen kann. Finde ich großartig. Was Ähnliches habe ich euch von Schleich vorgestellt. Da war gleichzeitig noch ein Hindernis mit dabei. Das hat mir eigentlich noch eine Spur besser gefallen als dieses Modell hier. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich möchte eigentlich bei diesem Springpferd und Reiter gar nicht von einer wirklichen Neuheit sprechen. Denn ich zeige euch mal kurz den Prospekt. Ja, hier seht ihr die Neuheit, den Reiter und das Pferd mit dieser Stütze. Und das Ganze gab's schon mal. Hier seht ihr das, allerdings mit einer Reiterin. Auch wieder mit einer Stütze mit dabei. Und das Ganze einfach in hellblau. Ja, ist tatsächlich eine Reiterin. Man sieht hinten auch noch ein bisschen die Härchen unter der Kappe. Aber das Pferd ist im Prinzip ja gleich. Oder zumindest extrem ähnlich. Wir haben hier einen dunklen Braunton. Ja, hier sieht es ein ganz klein wenig heller aus. Aber in echt kommt es auch wirklich sehr, sehr dunkel. Und ihr seht schon, der Reiter hat hier ein dunkelblaues Jackett an. Ihr seht auch die Zeichnung hier vorne, den Fleck auf dem Kopf von dem Pferd. Und ja, ist hier im Prinzip genau das Gleiche. Nur die Farben ganz leicht abgeändert. Und halt eine Reiterin anstatt einem Reiter. Also ich mag hier gar nicht wirklich von der Neuheit sprechen, haben zwei unterschiedliche Modellnummern. Hier ist die 51560 und hier halt die 51562. Ja, das einfach dazu. Und jetzt hole ich den Guten hier wieder ins Bild. Lasst mich hier ganz kurz etwas zur Verpackung sagen. Ich habe das mit ein paar anderen Figuren zusammenbekommen in einem Karton. Der Karton war ein bisschen zerquetscht. Ja, und diese Skulptur hier hat es abbekommen. Ich weiß nicht, ob es gut in der Kamera rüberkommt, aber seht ihr das, dass die Stütze hier ein bisschen weiß ist? Ja, das heißt, das ganze Ding wurde extrem verbogen auf dieser Seite hin und da gab es eine Spannung drin. Daher seht ihr, dass dieses Transparente ein Stück weit weiß wurde. Ist nicht schlimm, kann ich mit leben. Die Figur hat es auch aus dieser vorgefertigten Plastikform genommen. Normalerweise gehören die Beine hier so rein. Ja, die Füße sitzen nicht mehr in den Steigbügeln drin und auf dieser Seite ist der Steigbügel. Ich dachte erst, er sei gebrochen, aber ihn hat es aus der Verankerung gerissen. Also ganz, ganz schlecht montiert das Ganze, obwohl Pferd und Reiter hier zusätzlich mit diesem Draht gesichert wurden. Ein Gummi extra um die Beine rum, hier auch noch extra ein Gummi, damit es nicht rausrutscht, aber es hat nicht gehalten. Ich weiß nicht, wie diese Displays normalerweise ausgeliefert werden. Schleich macht da normalerweise immer noch einen kleinen Karton in den Karton rein, damit die Figur zusätzlich hier geschützt wird. Denn das hat nicht wirklich eine Stabilität. Ja, und so kam es halt zu diesem Unfall. Die Figur ist nicht beschädigt, ist nichts passiert, außer wie schon gesagt, der Steigbügel, den hat es halt hier rausgenommen. Kann man aber ganz einfach wieder reinkleben, wie ich gesehen habe. Wir schauen uns das in diesem Video an. Man muss sagen, dieses Display ist etwas lascher als die Displays von Schleich. Auch ja, ganz einfach gestaltet. Ihr seht schon hier die Hindernisstangen. Seht's mir nach. Ich Pferde und Reiten, Pferdesport ist nicht so unbedingt mein Ding, aber ich mag die Skulpturen. Ich mag so steigende Pferde mit einem Reiter, finde ich irgendwie toll. Von der Skulptur her, das soll hier keine Aussage zum Pferdesport sein, aber rein von der Skulptur, von der Machart, finde ich sowas immer klasse. Ja, hier haben wir den Namen von dieser Skulptur in verschiedenen Sprachen. Springpferd und Reiter heißt es. Zu Deutsch nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren. Das Ganze natürlich von Parpo. Hier haben wir es auch nochmal stehen. Springpferd und Reiter. Seitlich nochmal der Name und hier abermals. Auf der Rückseite nur Warnhinweise und halt die ganzen Zeichen, die noch dazugehören. Barcode fertig. Das war's auch schon. Die Standhilfe wurde zusätzlich mit diesem Blister auf dem Karton befestigt. Ich werde es hier alles mal jetzt auspacken. Lasst es mal ein bisschen schneller laufen. So,
So, ihr seht, ich habe es aus der Verpackung raus. Wurde also wirklich gut befestigt, aber halt leider Gottes nicht sicher genug. Denn hier, der Steigbügel ist abgegangen. Nicht schlimm, kann man ganz einfach anstecken. Wir schauen uns das gleich hier an. Als erstes haben wir hier die Aufstellhilfe, haben sie nett gemacht, hat die Form von einem Hufeisen das Ganze, ja, auch die Beschlaglöcher so gesehen drin zu sehen, die man hier findet, ne? So sieht man es am besten, Hufeisenform und darauf eben dieser Ständer, wo wir unser Pferd draufstellen, drauflehnen, draufsetzen können, wie auch immer. Und so können wir das schön in der Vitrine oder auf dem Schrank aufstellen. Diese beiden kleinen Häkchen haben diesem Gummi gedient, wo das Pferd extra nochmal gesichert war. Die sind jetzt halt so gesehen dran, aber stören nicht wirklich. Auf jeden Fall eine nette Aufstellhilfe. Wie das Pferd dann drin aussieht, schauen wir uns hier jetzt auch gleich an. Das Teil hier, falls ihr es vielleicht auch für andere Pferde, steigende Figuren nehmen wollt, hat eine Höhe von etwas über 10 cm und eine Länge von 8 cm. Wie ihr seht, wackelt es ein bisschen, ja, weil das ganze Ding hier wurde hohl gegossen. Kann man hier schön sehen. Nicht stabil, es steht also alles ganz einfach. Aber eure Pferde kippen halt nicht um. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, das Ding hier könnte man auch noch rausziehen, wenn man wollte, weil das wurde einfach nur hier reingesteckt. Ja, also das dazu eine ganz einfache Aufstellhilfe. Aber finde ich schön, dass Papo das hier dazu gibt. Ja, dann kommen wir hier zu unserem Reiter. Typische Pose, aufstellen können das nicht. Er kippt definitiv nach vorne, hat halt diese sitzende Stellung. Das Gesicht sieht nett aus von vorne, hat ein bisschen was Feminines. Ich weiß nicht, inwieweit das der bisher erschienenen Figur ähnelt. Die Augen, man sieht schon oben den Strich, dann die Augen ganz groß, schwarze Punkte und ein bisschen weiß wurde auch noch reingemalt. Genauso die Lippen mit leicht rosa gefärbt, sogar die Wangen ein bisschen, so wie es hier aussieht. Ja, hier seht ihr die Kappe, das Käppchen vorne blau. Mit so einem silbernen Emblem vorne drauf, dann seitlich so, wo die Luft ein bisschen rein kann, hat kurze Haare. Seitlich sieht das Profil nicht ganz so schön aus. Ihr seht es ja von vorne, wirkt es ein bisschen besser, von der Seite nicht ganz so schön. Aber okay, kann man angucken. Dann hier die Riemchen um das Kinn herum, haben sie auch schwarz bemalt. Die Ohren kann man hier schön erkennen. Die Haare wurden ebenfalls dunkel bemalt. Man sieht hier und da eine Gussnase. Dann haben wir hier auch noch ein cremefarbenes Hemd, eine weiße Krawatte. Der Kragen auch noch mit einem weißen Rand. Die Knöpfe haben sie hier silber bemalt und die Taschen ebenfalls mit einem weißen Streifen noch deutlicher gemacht. Die Handschuhe sind schwarz, haben hier sogar noch einen kleinen braunen Flecken. Absolut edel. Manschettenknöpfe auch noch silber bemalt. Der Faltenwurf von seiner Jacke auch nett gemacht. Finde ich toll, dass Papo an sowas denkt. Der Anzug hier, die Naht zu sehen. Hier hinten ebenfalls auch die Falten nett zu sehen. Figur betont das Ganze. Ja, schön gemacht. Für so eine kleine Figur. Ist toll. Die Hose weiß. Man sieht sogar den Reißverschluss vorne. Die Stiefel haben sie schwarz bemalt. Auch hier die Falten zu erkennen, hier oben sogar extra noch einen braunen Strich. Also das ist schon wirklich aufwendig gemacht, da kann man gar nichts sagen. Ansonsten die Schuhe hier unten flach, aber kann nicht stehen. Die Figur an für sich, wenn ich sie so hinstelle, hat eine Höhe von, ich sag mal ganz grob, 8 cm. Ne? Ihr könnt es aber definitiv nur hinsetzen, nicht hinstellen. Auf jeden Fall von den Proportionen her, von der Form, wunderbar gelungen. Auch das Gesicht absolut okay. Von der Seite wirkt es ein bisschen einfach, gerade was die Nase angeht. Weiß gar nicht, ob das so überhaupt rüberkommt. Aber trotzdem, Kompliment für so eine kleine Figur. Schön geworden. Ja, das zu unserem Reiter. Dann kommen wir zu unserem Pferd. Ja, das Pferd, ich lege es einfach mal jetzt so hier vor die Kamera. Das Pferd hat ganz grob eine Länge von 18 cm. Ich messe es dann nochmal nach, wenn es in der Standhilfe steht. Und ja, hier seht ihr der Steigbügel, wie das Ganze eigentlich aussehen sollte. Ne, hier stand entsprechend der Fuß drin. Auf dieser Seite ist es hier rausgegangen. Hat man vermutlich nicht richtig reingeklebt. Ich habe hier den Bügel, kann ich ihn so reindrücken, dass er für das Video hält. Ja, mal gucken, ob er dran bleibt. Also ihr seht, es ist nichts kaputt, ist absolut okay, ein bisschen Kleber dran, dann hält es auch
ganz fest. Aber das hat schon eine ordentliche Erschütterung gegeben, dass das Ding hier rausfällt. Ne? Oder sie haben es mit zu wenig Kleber hingemacht. Ne? Gut, das Pferd hat ein einheitliches Braun. Also ganz zarte Schatten gesprüht, aber wirklich ganz zart. Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob das nur ein einziges Braun wäre. Ja? Aber gerade in die Vertiefungen ist man noch schätzungsweise ganz schwach mit einem Schwarz reingegangen. Naja, okay. Ja, ich beginne hier wieder mit dem Kopf. Was die Form, die Proportion angeht, ja, ich denke mal, das ist okay. Es gibt ja Pferdearten mit längeren Gliedmaßen, sage ich mal, und mit etwas kürzeren. Da kann ich mir kein Urteil bilden, weil ich die Rasse nicht bestimmen kann. Das wisst vermutlich ihr, die ihr hier zuschaut, besser. Kann ich also nichts zu sagen. Ich beginne hier mal wieder am Kopf, die Ohren nach vorne gestellt. Man hat sogar die Vertiefung hier ein bisschen modelliert. Aber schon einfach geworden. Der Kopf von den Proportionen, von der Länge her, finde ich jetzt stimmig. Auch das ganze Saumzeug hier, schön, wie sie das angelegt haben. Und vor allem auch entsprechend dunkelbraun, so lederfarben bemalt. Hier sieht es aus, als ob man eine Gussnase abgeschnitten hätte. Seht ihr das? Da ist so eine nicht ganz schöne Vertiefung drin. Aber okay, auch damit kann man leben. Das Auge haben sie hier weiß hinterlegt. Ein dunkles Braun und eine schwarze Pupille nochmal draufgesetzt. Das Ganze wurde mit einer schwarzen Outline versehen. So ein bisschen Smoky Eyes. Ja, ganz leicht. Die Schnauze hier vorne, die Nüstern, sorry, die haben sie mit Schwarz besprüht. Große Nasenlöcher. Das Auge hier wurde auch gut gesetzt. Ihr seht ja auch die Struktur im Kopf, leicht die Fellstruktur hier schon zu sehen. Die Schließen, die Schnallen haben sie extra noch mit Silber bemalt. Das gefällt mir gut. Nicht so schön ist halt, wenn man seitlich dieses Braun zieht und nur obendrauf das Schwarz gesetzt wurde oder das Dunkelbraun. Also wurde nicht bis an Rand bemalt. Hier sieht man sogar noch ein bisschen Gussnase um das Saumzeug hier drumherum. Der Gurt wurde toll gearbeitet. Ihr seht es ja, ne? Nette Details, auch wie es hier oben um die Ohren herum geht. Nett gemacht, hier vorne ein kleiner weißer Fleck, also nicht so lang und spitz wie auf dem Produktbild, sondern ganz klein. Sieht sogar aus wie ein kleines Herzchen. Auch hier sieht man schön etwas die haarige Struktur auf dem Kopf, die Wangenknochen deutlich ausgeprägt. Also das ist auf jeden Fall nett. Kann man wirklich angucken. Dann sind wir hier beim Hals. Hier seht ihr ja ein bisschen Airbrush-Arbeit. Das Dunklere, was hier so in die Vertiefungen reingehen. Das Saumzeug könnt ihr hier auch bewegen. Die Schnur hier vorne fest. Auch schön, dass sie hier diesen Ring extra in Silber bemalt haben. Das wurde hier vorne an der Brust angeklebt. Das kann man hier bewegen. Finde ich schön. Dann hier die Mähne geflochten. Die haben sie in Schwarz gehalten und die Gummis haben sie extra noch blau bemalt. Alle auf eine Seite gelegt. So sieht es von dieser Seite hier aus und so von dieser. Ja, ist nett. So, der Steigbügel ist mittlerweile schon wieder abgefallen. Ja, ja, dann auch hier nochmal so ein brauner Gurt, der hier herumgeht. Dann kommen wir hier zu den Vorderbeinen. Die werden hier ab dem Knie, werden die schwarz bis zu den Hufen runter. Man sieht die Hufeisen hier. Das sieht aus, als ob hier noch so ein Schonbezug über die Hufe gelegt worden wäre. Dann hier Schienbeinschoner in Blau und Weiß. Sogar nochmal mit einem rötlichen Braun umrandet, kann man sehen. Schön deutlich geworden. Also die unteren Beine und die Hufe werden hier geschont. Da sieht man den Übergang von Schwarz in dieses Braun. Kommen wir hier zum Sattel. Die Satteldecke ist so gesteppt. Sagt man das so? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich erzähle euch hier halt irgendwas vom Pferd, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das hier in Blau mit so einem cremeweißen Strich umrandet. Hier unten wird es dann braun. Und da sind wir auch schon beim Sattel mit diesen Schonpolstern. Hier der Steigbügel drin, auch die Schließe und unten wieder mit Silber bemalt. Der Sattel obendrauf schön schmal, sieht aus wie ein Fahrradsattel. Ja, nochmal schwarz bemalt. Ja, dann kommen wir hier zu den Hinterbeinen. Die Muskeln etwas angedeutet. Ihr seht auch die nette Struktur von dem Fell, ne, ganz leicht angedeutet, aber man kann es schön sehen. Hier noch leicht schattiert mit Airbrush.
die Unterseite. Wir haben hier einen Hengst und der Stempel von Papo 2018. Seht ihr? Also dann ist die Springreiterin bereits 2018 erschienen. Und dass hier das vorne immer so abgeschnitten aussieht, ist das so? Also ich habe es mir noch nicht beim echten Pferd angeschaut, aber ist es tatsächlich so? Das tut mir weh beim Angucken, ne? Ja, hier Gussnase ohne Ende, das ist nicht wirklich schön. Läuft hier an beiden Seiten der Schenkel runter. Naja. Und ja, hier läuft es dann weiter in die unteren Segmente. Hier die Hufe liegen frei. Auch das Hufeisen schön zu sehen, haben sie silber bemalt. Hier auch noch ein leichter Schoner dran. Oder wie auch immer die Dinger hier heißen. So sieht es von unten aus. Okay. Ja, und dann kommen wir hier auch schon zum Schweif. Haben sie schwarz gemacht. Und ja, auch relativ kurz gehalten das Ganze. Und steht schön natürlich ab. Läuft auch schön von der Struktur der Haare her. Finde ich absolut okay. Also ist nett geworden. Ich meine aber, ich fand das Pferd von Schleich, das Springpferd, tatsächlich noch ein bisschen reizvoller. Ich weiß es schon gar nicht, das ist zu lange her. Auf jeden Fall eine nette Skulptur. So, jetzt mache ich das hier nochmal rein, auch wenn es wahrscheinlich gleich wieder abfällt. So, denn ich möchte jetzt natürlich unseren Springreiter draufsetzen. Da fällt es gleich wieder ab. Okay, ich muss definitiv ankleben. Ja. Also, ich setze den mal hier drauf. Fuß durch den Steigbügel durch. So, so sieht es aus, wenn er drauf sitzt. Dann kann man ihm natürlich auch noch entsprechend die Zügel in die Hand geben. Mal gucken, ob ich das mit dem Steigbügel hier drüben auch noch hinkriege. Nö, ich muss es hinkleben. Geht leider Gottes nicht. Ja, egal, ich zeige es euch einfach von dieser Seite hier. So sieht es aus, wenn der Schuh im Steigbügel drin ist. Das ist natürlich Gummi, das Ganze. Klar, damit ihr es entsprechend ein bisschen bewegen könnt. Das Teil auf dieser Seite muss ich definitiv ankleben. Ich habe jetzt zwar den Stiefel drin, aber da es so ein bisschen gebogen ist, muss man das wirklich reinkleben. Ist aber kein Problem, kann man gut machen. So, ja, dann stelle ich das Ganze hier mal auf die Standhilfe drauf. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, ne? Kann man also auf jeden Fall angucken. Das war schon raffiniert, was Schleich da gemacht hat mit dem Hindernis zusammen. Das hat schon echt toll ausgesehen. Da muss man hier ein bisschen abziehen. Aber so habt ihr hier eine Höhe an Ohren am Pferd gemessen von 14 cm. Und mit dem Reiter drauf würde ich sagen so 15, 15,5 cm in der Höhe. Ne? Sieht nett aus in dem Braun. Und ja, ihr seht, wie schief er drauf hockt. Ich muss jetzt erst hier den Steigbügel festkleben, bevor ich hier nochmal einen gescheiten 360-Grad-Dreh mache. Ja, ihr seht, wie schräg das Pferd da auch drin hängt. Aber naja, wie auch immer, man kann es angucken. Es ist eine nette Skulptur, gefällt mir gut, darum habe ich es mir auch geholt. Dadurch, dass die vorderen Beine so eng anliegen, kann man da nicht wirklich großartig spielen. Ja, wie man das Ganze auf die Standhilfe hier draufsetzt. Das ist jetzt halt eine steigende Pose. Kann ich es ein bisschen nach vorne machen, dass das Ding mehr in der Luft ist? Nee, geht nicht, nein. Na, höchstens so, ne, so. Dann steht das ganze Set hier richtig in der Luft, ne? Also das geht auch noch. Nicht ganz so steil, auch das kann man angucken. Ich würde sagen, ich klebe jetzt mal den Steigbügel fest und dann schauen wir uns das nochmal an. Und dann können wir uns das nochmal rundherum in Ruhe anschauen. Also es kommt schon ziemlich schräg, ne? Stört mich jetzt aber weniger, da man es ja eh eher von der Seite hier anschaut, ne? Also ich werde es hier mal kurz fixieren und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, und zack, da bin ich schon wieder. Alles okay, alles geklebt hier. Steigbügel, der hält wieder. Ich habe den Reiter gleich wieder reingemacht. Ich habe ihn ein Zügelding da in die Hand gedrückt. Da kriegst du einen Vogel, bis du es drin hast. Hör mal auf. Egal, ich wollte euch nur zeigen, dass es jetzt auf jeden Fall wieder hält. Alles bestens. Und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist, als ich das Pferd hier nochmal angeschaut habe? Ja, ich zeige euch mal die hinteren Hufe. Fällt euch auf, dass der rechte Huf hier viel, viel, viel dicker ist als der linke. Pass mal auf. Ich halte hier mal ein weißes Blatt dahinter, dann seht ihr das. Seht ihr das? Der rechte Huf ist fast nochmal so dick wie der linke. Wie kann man denn
so unterschiedlich dick die Hufe modellieren, ne? Auch die Fesseln. Rechts viel dicker, links viel schlanker, ne? Papo, was ist da passiert? Es sollte aber auch nicht sein, oder? Dann auch der Huf, die Bemalung, ne? Links ist okay. Rechts, da ging irgendwie auch ein bisschen was daneben. Also, ja, ein Pferd mit ungleich großen Hufen an den Hinterbeinen, das ist jetzt nicht unbedingt Quelle Wahnsinn, ne? Aber okay, so sieht das Ganze aus, wenn der Reiter in den Steigbügeln steht. Sieht cool aus, schöne Pose, alles bestens. Und das Ganze stelle ich jetzt hier nochmal drauf. So, schwupps. Ihr könnt die Zügel natürlich durch die Hand ein bisschen ziehen, damit der Reiter noch ein bisschen näher auf dem Pferd drauf sitzt. Ja, damit das Ganze noch ein bisschen dynamischer wird, ne? Jetzt so ganz dicht. Das müsste ich jetzt halt noch auf der anderen Seite in die Hand reinmachen, aber du pfriemelst dir echt einen ab, ne? Ja, wie auch immer, egal wie ihr es hinmacht, die Pose ist auf jeden Fall immer wie in der Bewegung festgehalten. So sieht es von vorne aus. Ich sage ja, das ganze Ding steht ein bisschen schräg, kippt etwas auf die rechte Seite, ist aber nicht schlimm. Der Reiter gleicht es hier aus, ja. Auf jeden Fall bleibt die Figur hier stehen. So soll es sein und das ist auch gegeben. Auf jeden Fall eine nette Skulptur. Ob mir das jetzt besser gefällt als der Springreiter von Schleich, kann es euch gar nicht sagen. Ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich die beiden hier ausgepackt und aufgestellt habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall in diesem Video mal zeigen, was ihr hier mit dieser Neuheit für 2020 bekommt. Wie schon gesagt, ganz neu ist das Ganze nicht. Gab schon als Springreiterin. Die Pferde, so wie es hier optisch aussieht, fast gleich. Kein großer Unterschied, außer halt die Bemalung. Aber das Pferd an für sich braun. Nur die Reiter, Reiterin, Reiter unterscheiden sich. Mehr ist es nicht. Ja, ich lasse das Ganze hier noch in 360 Grad drehen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ja, und damit würde ich sagen, komme ich hier wieder zum Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Video. Euer Ruppi. Yay! Yeah.